Hallo, in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr Brot einfrieren könnt und dieses trotzdem noch nach dem Auftauen wieder frisch und knackig ist. Es ist immer sehr gut, zur Not ein Brot im Gefrierschrank zu haben. Doch auch beim Einfrieren von Brot kann man viele Fehler machen. Um diese zu vermeiden, möchte ich heute in diesem Video euch ein paar Tipps dazu geben. Damit das Brot schneller einfriert, solltet ihr es am besten vorerst in Scheiben schneiden. Dies hat auch den Vorteil, dass ihr es wieder portionsweise aus dem Tiefkühler herausnehmen könnt. Packt diese Scheiben nun in eine Plastiktüte bzw. in einen Gefrierbeutel und gebt eine Handvoll Reis hinzu. Dies hat den Vorteil, dass das Brot nicht hart und trocken wird. Denn der Reis sammelt die überflüssige Flüssigkeit auf und bindet diese. Selbst wenn das Brot nun doch beim Einfrieren weiße Stellen bekommen sollte, macht euch darüber keine Gedanken. Dies hat nichts mit Schimmel zu tun. Denn bei diesen Temperaturen von minus 80 Grad können sich Mikroorganismen nicht halten. Es handelt sich hierbei lediglich um Kristalle, die sich gebildet haben. Sie werden nach dem Auftauen auch wieder verschwinden. Ihr könnt also das Brot ruhig mehrere Monate im Kühl- oder Gefrierschrank belassen, ohne dabei Bedenken haben zu müssen. Wenn ihr es dann wieder auftauen wollt, egal ob es sich um mehrere Scheiben handelt oder um das komplette Brot, gebt diesem Zeit zum Auftauen. Legt es einfach auf ein Brett und lässt es bei Zimmertemperatur auftauen. Wenn es eine offene Schnittstelle hat, legt es auf die offene Schnittstelle und vor allem ein Kuchentuch bzw. Geschirrabtrockenhandtuch darüber, das die Feuchtigkeit zusätzlich aufsaugen kann. Ihr könnt es dann einfach nochmal kurz in den Backofen schieben, denn dann ist es schön knusprig und schmeckt am besten. Es kann dann auch sofort im warmen Zustand gegessen werden. Dies könnt ihr natürlich auch mit Brötchen machen. Steckt diese tiefgefrorenen Brötchen einfach kurz in den Backofen und lasst diese kurz auftauen bzw. anbacken und holt diese wieder raus. Die restliche Zeit könnt ihr sie dann ganz normal bei Zimmertemperatur auftauen lassen. Sie werden dann richtig lecker und saftig schmecken. Wer noch weitere Tipps hat, kann mir dies gern unten in den Kommentaren schreiben. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat und abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Aktiviert dazu auch die Glocke. Bis bald!